Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Mod-Vorstellung auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Mit mir, dem Jaggy Gamer. Wir stellen heute vor den John Deere 6000er Premium. So, da gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Config-Blöcke und ein Farbblock. In der Grundbasis kostet ihr 36.000 und Miete kostet der 1836, meine lieben Freunde. Bei Konfigurationen gibt es Standard 360 Kilo Frontgewicht, 560 Kilo Frontgewicht, 760 Kilo Frontgewicht, 1010 Kilo Frontgewicht, 1010 Kilo Frontgewicht mit diesem Stunner. Und Fronthydraulik. Dann haben wir Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Mitas, Nokian Terras und Trelleborg. Bei Trelleborg gibt es Standard, Full Rate, White, Full Rate, Back Twin Wheels. Das ist einfach. Ich sage es euch mal kurz auf Deutsch hier ein bisschen. Das sind die Zwillingsbereifung hinten. Das ist ja mit dem Rahmen Zwillingsbereifung überall. Also nochmal eine andere Geschichte. Das ist Zwillingsbereifung breit, vorne wie hinten. Das ist Pflegebereifung. Da haben wir Pflege doppelt hinten. Da haben wir wieder Standard. Dann haben wir bei Michelin Standard. Volle Ringe. Aha, voll zu. Dann haben wir die Breiten. Volle Ringe. Also die Doppelbereifung hinten. Volle Ringe. Die Breiten Doppelbereifung hinten. Die Doppelbereifung überall. Zwillingsbereifung natürlich. Zwillingsbereifung mit den Ringen hier. Zwillingsbereifung überall die Breiten. Da haben wir Pflegebereifung. Pflegebereifung. Zwillings hinten. Und ja, Standard. Haben wir Mieter, Standard. Breit. Zwillings hinten. Die breiten Zwillings hinten. Zwillings überall. Die breiten Zwilling. Und Standard. Nokian Terras haben wir noch Standard. Und dann sind wir wieder am Anfang angekommen. Bei Design haben wir Standard. Starfire 3000. Das ist das Ding hier oben. Der Dingen lassen wir nicht löbe. Das ist der GPS-Empfänger, Leute. Da oben. 15.000 Euro. Ist jetzt nicht schlecht. Design Standard. TLS. Das ist, glaube ich, Gefieder der Vorderachse, wenn ich jetzt nicht falsch stehe. Wenn ich jetzt wirklich nicht falsch stehe. Ah, hier seht ihr. Frontladeranbau, nein. Stoll, Hauer, Allö, John Deere und nein. Motorausführung 6506 P, 6600 P, 6800 P, 6900 P, sprich 77 kW, 105 PS, 110 PS beziehungsweise 81 kW, 120 PS beziehungsweise 88 kW, 130 PS beziehungsweise 96 kW, 250 Liter Diesel, 43 km/h Max Speed, 6,8 Tonnen Leergewicht. Und dafür brauchen wir jetzt mal einfach noch mal kurz nach hier. Das wäre. Ich habe gedacht, das wäre dieses Ding. Ah! John Deere. John Deere. Okay. Das ist doch das Ding. Oh, Deere. Genau. Genau. Genau so, Leute. So, dann können wir uns jetzt mal das Ding angucken, Leute. Oh,
Gucken wir uns jetzt mal das Ding an. Die Heckscheibe ist schon offen. Wie sieht es hier aus? Der Motor ist auch gebaut, Leute. Muss man ganz ehrlich sagen. 2900. Aufschrift ist nicht schlecht, Leute. Mehr. Was ist die Frontzapfwelle? Keine Schläuche rein. Das sehe ich nicht. Da haben wir drei Punkte hier hinten. Mit dem Dinger. K80 Kugel. Da haben wir Luftdruckbremse. Naja, okay. Und den hydraulischen Oberlenker. Können ja mal kurz reingehen. Gut. Okay. Gucken wir noch mal. Ding soll, glaube ich, die Stunden anzeigen in der Mitte. Keine Ahnung. Können wir mal gucken. Was ist das? Gut, da kann man nichts mehr verändern, Leute. Rücklichter gibt es irgendwie keine, aber Bremsen funktionieren. Okay. Ja. Muss man sehen. Mal gucken, ob funktionieren die Schläuche. Die Schläuche funktionieren. Vorne werden wir auch gleich testen, Leute. Wie immer. Das funktioniert. Mit den Druckluftschläuchen funktioniert das auch. Das funktioniert hier auch. Sauber, Leute. Müssen wir gucken wegen Front. Hubwerk. Fronthubwerk funktioniert. Jetzt sehe ich es erst, dass der die Schläuche hier hat. Funktioniert, 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 Leute. Ja. Sagen, so. Das Ding hat 26 MB, Leute. Das ist nicht so viel. Ich glaube, er hat. Warte mal. Im Ganzen 6 Warnings. Aber das ist nichts Wildes, Leute. Gucken wir runter. Hat er keine Warnings. Also, ich schmeiße nur am Anfang kurz die 6 Warnings. Und nachher ist fertig. Also, könnt ihr euch bedenkenlos downloaden. 26 MB, wie schon gesagt. Und wenn euch der Mod gefallen hat, dann das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.